So, willkommen zurück zu Heretic, Episode 2, Map 5. Mittlerweile ist ein bisschen Nacht geworden, weil Real Life und so. Aber sind da bloß noch zwei Folgen, die ich heute machen möchte. Von daher ist es nicht so schlimm, wenn mein Kamerabild ein bisschen stockert. Wobei, als ich mir so die Folgen angeguckt habe, die Kamera stockert sowieso schon wieder die gesamte Zeit über. Also, Audio und Kamera perfekt. Geht halt leider nicht. Es muss immer eins von beiden spinnen. Egal. Mein Face braucht sowieso keiner. Außer der Suchdienst. Okidoki. Oh, Schalter. Wow. Monster. Gleich schon wieder so viele hier. Wo denn? Da. Oh. Okay, vielleicht kann ich die von hier oben relativ gut wegsnipen. Oder habe ich von hier bessere? Ja, von hier habe ich besserer Blick. Besseren Blick. Zuerst mache ich aber den hinten weg. Ja, geil, der trifft mich nicht. Die perfekte Position, um ihn wegzusnipern. Digga, was ist denn mit meiner Stimme los, mit meiner Sprache? Na komm. Tod durch Sterben. So. Sollten wir vielleicht doch eher... Oh! Danke. Ich sollte doch vielleicht eher zu meiner Pistole greifen. Für diese roten Viecher. Da ist alles andere fast Verschwendung. Okay, was gibt es hier noch? Mehr erstmal nicht, so wie es aussieht. So, was war hier bei dem Schalter? Nein, hier nicht. Wo war denn der Schalter? Ach, da. Ah, okay. Munition brauchen wir erstmal noch nicht. So, hier ist auch ganz viel Munition. Das ist so eine glitzernde Kugel. Seht ihr? Das ist so eine normale Kugel. Die ist bloß so ein bisschen hellbläulich. Da schimmert es bloß hellblau. Aber die glitzert richtig extrem. Gut, dann würde man sagen, die reichen perfekt. Voila, wieder aufgeladen. Sehr schön. Gucken wir mal hier hoch. Was ist hier? Oh. Ja, hier gibt es schon ein bisschen mehr zur Sache. Wow. Okay. Hast recht. Ah, scheiße. Scheiß Magier. Hier ist ein Schalter. What? Wow. Ah, scheiß Strömung! Ne, jetzt bin ich hier unten. Ich wollte aber gar nicht nach unten. Ah, super. Kann ich nicht rein, war klar. Ach, Schissel der Dissel. Okay, die ist aufgeladen. Was ist hier unten? Gelber Key. Schütze. Oh. Wow. Ah, sehr schön, wieder am Anfang. Das Schöne ist, jetzt wo ich wieder hier, ne, wo es draußen die Sonne mittlerweile wieder weg ist, jetzt sehe ich auch wieder richtig was auf dem Bildschirm. Das bin ich ja heute gar nicht mehr gewohnt gewesen. So, das war der Raum, wo ich schon die anderen weggesnipert habe. Ah. Interesting. Boah, ernsthaft jetzt? Was will mich dieser...
Boah, dachte schon. Hab jetzt hier. Ein Lammon ist hier verschwendet. So, wollen wir mal gucken, ob was es hier noch so gibt. Erstmal speichern. Haben wir noch gar nicht getan. Und, ach, das ist wirklich gar kein Secret. Lol. Okay, der Place ist rund, ein bisschen dunkler, aber ist kein Secret. Na gut. Dann halt nicht. Dann gehen wir mal wieder raus. Oh. Ey, wenn ihr hier schon Schluss macht, dann bitte auch so, dass man hier wunderbar klarkommt. Wow. Okay, komme ich gar nicht lang. Ach, ich habe einen Game Key. Stimmt, ja, da war ja was. Was erwartet uns? Ach, bloß Kleines. Alter, diese Strömung. Oh, ficken. Das ist der blaue Key. Was war das? Ah, da oben die Tür ist aufgegangen. Okay. Aber wenn ich an diese Dinger denke, die kommen bei Hexen auch vor und machen da ganz böse Sachen mit einem. Ja? Wenn man da günstig drüber steht, dann fahren die einem direkt in den Arsch und nehmen einen Anal. Das, kann man da rüber? Ich versuch's mal ganz kurz. Wow, man kann da rüber. Wobei, ich weiß gar nicht, Strafe Running war damals noch gar nicht so, weil Strafe Running wurde erst später, also diese Praktik, dass man so rennen kann man relativ schnell, so rennen kann man auch relativ schnell, und jetzt ist es so, dass wenn man zwei hat und zwei hat und man zwei mit zwei multipliziert, nein, die Hypotenuse berechnet, dann ist man quasi durch Strafen halt schneller, und das war den Entwicklern von dem Spiel aber damals noch gar nicht bewusst, und dementsprechend kann man damit ein paar Game-Breaking Glitches machen, dass man zum Beispiel an Orten kommt, wo man eigentlich so gar nicht hin soll. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir eine blaue Karte noch gar nicht ran sollen. Ach, hier sind wir wieder am Anfang. Okay. Von daher lasse ich die da auch sicherheitshalber erstmal liegen. Wenn wir da später nicht anders rankommen, können wir uns da immer noch hin, ja, strafen. Wir wissen jetzt, wie man rankommt. Aber jetzt erstmal lasse ich sie liegen und gehe lieber erstmal hier rein. Diese scheiß Strömung. Ah. Der Raum kommt mir auch bekannt vor. Immer schon noch Secrets suchen. Sechs. Scheiße. Da müssen wir gar nicht mehr viel finden wieder. Oh Mann, ey. Uah! Boah, Mädel! Wo kommst denn du her? Oh, hier ist Raum offen. Ah! Ich wollte hier noch gar nicht hin. Hehehe! So, kommt man hier wieder raus? Also entweder ist das eine ganz große Falle oder eine Sackgasse. Und warum habe ich von der Tür gerade gespeichert? Das war wahrscheinlich gar nicht so gut. Tja, was könnte uns hier erwarten? Ich weiß gar nicht. Ach komm, ich nehme einfach die hier. Mal gucken. Ach du Scheiße, oh Alter. Okay, geht ja. Wow. Sind zwar ein paar Gegner, aber alles nur schwache Gegner. Von daher sollte ich mal Ziel lernen. Einmal Rüstung brauchen wir gerade nicht. Haben wir noch?
Von mir ist natürlich wieder keine Strömung. Was ja auch. Ich meine, da ist ein Wasserfall, hier unten geht's auch weiter, aber hier ist keine Strömung. Nein, überhaupt nicht. Wenn ich schon was mache, dann bitte komplett. So, was geht wirklich jetzt hier weiter? Es geht ein bisschen in die Richtung. Oh nein. 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 Genau. Was? Oh. Klar, da war natürlich wieder Strömung. Immer genau da, wo jetzt hat mich dieser Scheiß. Alter, ich fick dein Leben. Macht das irgendwie Sinn, dass hier keine Strömung ist, aber ab da wieder Strömung? Nein, ne? Glaube ich auch nicht. Ach, jetzt gucken wir mal hier. Nein, das da. Kriegst du echt Asthma, AIDS und alles. Was ist der Schalter? Was macht der Schalter? Hallo? Wie geil ist das denn bitte? Vor allem von hier können wir den Typ noch ganz leicht besiegen. Weil hier kommt wahrscheinlich, okay, Tornado hoch. Aber ich komme mit diesen Waffen immer nicht klar. So. Ja, das war natürlich schon blöd. Klar, er wirft mich natürlich rein. Oh. Dankeschön. Meine Fresse. Wir haben noch voll viel Leben und so. Her damit. Das war immer wieder eine Aktion hier, ey. Dort gefällt mir gar nicht. So, hier gibt's. Brauchen wir nicht? Gibt's eine kleine? Ja, da gibt's eine kleine Packung. Sehr schön. So, wo geht's denn jetzt weiter? Achso, da war eine Treppe irgendwo. Nein? Da. Und die Tür. So, doch mal speichern. Nachdem wir den Boss besiegt haben. Ah! Einmal Tür umschifft. Achso. Boah. Was ist denn jetzt da gerade her? Ah, mal schauen wir mal an. Hier ist auch wieder keine Strömung. Da sind Magier oben. Scheiße. Ist das jetzt gut oder nicht so gut? Boah, hier ist auf jeden Fall, hier ist auf jeden Fall der coole Key. Oh, und das ist der Mal. Soll ich da einfach mal sterben, Junge? Was ist denn los mit dir? Lol. Da, wie man sieht, nichts. So, hier hätten wir ein Buch. Okay, sehr schön. So, da geht's runter. Oh, ins Magma. Den habe ich ja nicht so gerne. Lass ich mal lieber. Ach, wir haben den Green Key. Das war dumm. So, soll ich erstmal diese roten Fischer her?
wieder so Strömung hier. Alter, ist hier noch einer. Da sind ja noch mehrere. Kann man diese scheiß Strömung hier bitte aufhören? Wie soll man denn so ordentlich irgendwie hier agieren können? Wir haben noch kein einziges Secret, das ist aber traurig. Oh, alle weg? Alle weg, sehr schön. Danke. So, da brauchen wir einen blauen Key. Sehr schön. Okay. Oh oh. Ah ja, hier ist okay. Da hinten ist wieder so eine volle Rüstung, ne? Die heben wir uns mal lieber auf. Hab ich jetzt mal so entschieden. Jetzt kommt was. Ah lol, ein Eingang und ein Ausgang. Ist ja auch nett. Ah, und da sind wir auch am blauen Key angekommen. Wo sind wir? Ach da, ja klar. Waren wir ja vorhin schon. So, jetzt kann ich die Sachen da aufnehmen. Jetzt brauche ich sie nämlich auch. Oder jetzt bringen sie mir auch was. Lol. So. Wo geht's denn jetzt noch hin? Kommt die denn schon wieder her? Geht mal weg hier. Ich will in Ruhe meine Waffe auswählen. Danke. Oh, war gar nicht genug. So, hier. Hä, aber hier war ich doch bereits drin. Hier war doch alles sauber. Oh! Okay, das nenne ich mal Secret. Vor allem extrem viel BFG-Munition. Was ist denn da los? Kommen noch so viele G. Ah, es kommen noch mehr als 10 Stück. Na gut, dann gehen wir noch mal. Wir gehen erstmal hier Ammo. Die können wir mitnehmen, weil wir haben ja später noch welche. So. Das heißt, wir haben hier noch eine ganz große Packung und von der BFG haben wir auch noch 12 Kugeln. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier ist, haben wir. Nein, haben wir nicht voll. Dann nehme ich mal die auch noch mit. Die hinten auch. Okay, die sind wir voll. So, komme ich jetzt hier durch? Nein. Aber da war doch eine Tür, oder bin ich jetzt komplett hier viel irritiert? Ist doch hier eine Tür, oder? Ja. Okay, also kann man das nur von einer Seite öffnen. Na gut, kann man natürlich machen. Der Sinn bleibt dazu hinterfragen. Allerdings, ja, würde ich mal sagen, ist es nicht so schlimm. Ja, da. Bei der blauen Tür kommt die ganze Geschreie her. Die Frage ist, welche Waffe nutzen wir dafür? Wir haben. Ach, jetzt kommen wir haben hier noch. Wir haben noch massig. Wir nutzen erstmal die hier. Die sind verdammt schnell, diese Viecher. Was war's? Nee. Irgendwo ist noch was. Ist hier unten noch was, oder? Ah, Moment, mal hinten ist noch was. Andererseits. Das ist ja für die Waffe, die bereits voll ist, oder? Ich hätte vielleicht mal Speicher. Nein, ich. Mach den hier. Hallo? Wenn du sagst, mit der richtigen Waffe nehmen? Oh, klappt jetzt hier. Ja, ist voll. Voll muss ich jetzt hier wieder raus. Das ist natürlich super. Oh. Hm. Es fehlen immer noch 7 Gegner. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass mich das stört, aber es fehlen auch noch 3 Secrets. Und Secrets nehme ich immer gerne, also, ne? Na gut, andererseits, wir haben auch alles, Munition ist auch voll.
dann würde ich mal sagen, wir nehmen nochmal diese geile Rüstung damit, diese 200er Rüstung, dann gehen wir ab und direkt ins Ziel. Wobei hiervon fehlt es noch ein bisschen was. Wow. Nein. Alter, ich hab doch wie so ein Berserker auf die. Vorhin konnte ich mich halten und jetzt schaffe ich es nicht. Wollt ihr mich ruinieren? Wollt ihr mich verarschen? Macht das mit Absicht? Kann ich jetzt immer bitte dahin? Dankeschön. Oh, ey, dieses Spiel, das hasst mich. Zum Glück beruht das auf Gegenseitigkeit. Spaß. So, okay, dann würde ich mal sagen: Abrüstung holen. Und dann ab ins Ziel. So, warum auch immer jetzt gerade die F6-Taste nicht genommen hat, warum ich nochmal drücken musste, keine Ahnung. Aber ist so. Gut, in dem Sinne, dann bis nachher, bis die zweite Level kommt. Wobei ich, wie gesagt, noch gar nicht weiß, wie ich die Maps überhaupt, wie ich die Levels überhaupt alle hochlade. Ob ich in dem Rhythmus bleibe mit Montag bis Donnerstag eine und Freitag und Samstag zwei und Sonntag frei. Oder ob ich Montag zwei hochlade, weil ich habe jetzt erstmal vor, schön eine Menge Folgen aufzunehmen. Ansonsten nehme ich ja, ich meine, ich habe heute schon alleine, wenn ich im alten Rhythmus bleibe, habe ich auch heute alleine für zwei Wochen aufgenommen. Dann morgen auch nochmal zwei Wochen, übermorgen auch nochmal zwei Wochen, dann nochmal zwei Wochen, über nochmal zwei Wochen. Ja, dann habe ich innerhalb von einer Woche 14 Wochen aufgenommen. Yeah. Vielleicht sollte ich dann doch lieber so machen, dass ich pro Tag mehrere. Werdet ihr ja sehen, wie die Folgen kommen. Von daher bringt es da jetzt nichts, hier rum zu philosophieren. Ihr wisst ja bereits, wie die Folgen online kommen. Von daher schau mit vor.